Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play. Ego ist genervt von diesem Spiel. Kein Stück. Kacke. Ja, wir kämpfen uns hier durch die Mana-Festung in Secret of Mana. Und sind ein bisschen hart am Abkacken. Aber das ist nicht so schlimm. Denn ich rock hier alles nieder. Das und Blackie, der ewige Optimist. Ja, nee, das haut schon. Das kriegen wir schon hin. Oh, oh, oh. Er ist... Oh, no. Einfach ins Gesicht. Autsch. Ich halte die Meme-Main wieder, ne? Ja, die braucht man wieder hier. Genau, wir kämpfen uns... Wir quälen uns hier durch die Mana-Festung eigentlich. Und, läuft... der erste Boss war schon mal eine richtig schöne Sache hier, ne? War eine richtig schöne Angelegenheit. Und jetzt kommen die Gegner, die jetzt noch vollcasten. Und, ja... ich brauche einen Heal, sonst gehe ich down. Gruppenheal am besten. Ja, wie bist du down? Weil wir hinten im Stunlock sind. Ja, das war ein bisschen blöd. Ich muss wieder... Ne? Ja, die Miepe, ne? Echt, die kostet dich halt nur Mana. Ja, vor allem die dicken, ne? Oh, aber wir sind C-Level, ne? Ist ja schon mal einiges. Ja, schön wird's werden. Das Tolle ist, hier kannst du halt ein bisschen alles aufleveln. Alles, ein Ziel und Retz. Und dann bräuchte ich auch noch, ja, Heal und Retz und, Skill. Ey, wird mir wenigstens die Rüstungslevel dabei leveln, ne? Wäre das schon eine coole Sache, aber ich werde das machen. So, verreckt mal alle bitte. Habe ich irgendwas getroffen? Nö, warum denn auch? Treffen wird überbewertet. Ja, finde ich auch. Unnötige Scheiße. Außer die Gegner, die treffen alles und zwar immer mitten in die Fresse. Und immer auf Mieb. Das stimmt. Ey, ich hab echt so ein bisschen Hate man wegen Mieb, ne? Ja, wer nicht? Oh, sehr schön. Ja, also ihr seht schon, wir quälen sie durch und sind eigentlich richtig erfreut von diesem tollen Spielgefühl, das wir hier erleben dürfen. Ja, wow, krass. Oh ey, ja, oh ja, oh ja, die Klatscher. Ich wünsche mir, dass Spiele von heute so wären. Oh, oh. Wow, echt? Boah, ich kann ihn wieder auf Mieb. Ja, okay, auf alle wäre doch geiler gewesen. Ah, nice. Ah, sehr schön. Das liebe ich, wenn dieser aufgeladene Angriff durchkriegt. Wobei es bei den Klatschern nichts heißt, wenn sobald einer überlebt, dann... Ego-Bär erreicht Level 61. Oh, 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 oh. Boah, Blackie. Blackie erreicht auch ein Level 61. Einfach nichts kommen lassen. Dann ist alles gut. Ich glaube, hier gehen wir wieder zurück, aber wir können ja auch mal wieder angucken. Den spielen wir um. Wer will das? Guck dir das an. Guck dir sein Gesicht an. Das Gesicht, das provokatiert schon ein bisschen, ne? Provokatiert? Was? Ja. Das provokatiert mich voll Ernte. Bitte sag mir nicht, dass ich jetzt umsonst aufgeladen habe. Können wir da oben rum? Oben rum laufen? Boah, hast du dich voll umsonst aufgeladen hier, ne? Doch nicht. Ja. Du kannst uns rüberziehen. Geil. Und ja. Das wird mich ja ankotzen, ne? Wenn ich Stufe 7 aufgelevelt hätte. Du bist ein Arschloch, ey. Geh doch sterben. Und dann passiert da nichts. Halt doch die Klappe, Mann! Wie fühlt man sich denn? Mist Level 7 auflevelt, Blackie. Kannst du mal schnell auf MIP, danke. Bitte, 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 bitte. Jetzt. Bitte, bitte. Bitte? Nein! Warte, warte! Warte, gib mir die! Ach, fickt euch doch! Geh mal darüber, bitte! Always look on the bright side of life! Halt die Schnauze! Der hing nur am Kreuz, den ging's doch gut! Ich hab ihn auf Level 7 aufgelevelt und konnte nicht nutzen! Das sind Probleme im Leben! So! Eins weiter, bitte! War nur am Befehlen der Blackie, ne? Ja, ja. Jawohl, mein Führer! Jawohl! So. Und jetzt gibt's hier volles Pfund aufs Maul. Nein! Echt jetzt? Echt? Echt? Blackie. Echt? Always look on halt die Klappe! Da frisst meinen verdammten Speer in dein verdammtes Gesicht des verdammten Todes. War das nicht lustig? So! Nicht meine Scheißkiste, ihr Arschlöcher!
Warte, ich schau mal, ich bin hier auf mir. Gut. Stirb, Krabbe! Da unten ist auch noch ein Viech. Ja. Hier, ja, 22, schönes Gesicht gesehen, hat er das verlitten. 900. Oh, 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 ich lade für den Rechten auf. Die Rechten müssen weg. Jawohl, mein Führer! Hey, Moment! Schau, siehst du, was mein Speer ist? Nein. Guck mal unten. Ja, den kannst du aufladen, das stehen weiter. Auf wie viel? Ja, 4, weiter. 5, okay, ja. Der Blick ist halt auch nicht spannender, ne? Und jetzt 8. Und jetzt Klatscher, komm her, Klatscher. Jetzt klatsche ich dir ein. Alter. Siehst du, wie Agro hat noch 10.000 Mal für mich eingestochen. Der Overkill ist real. So, das tschüss. Das war einfach mal Charge und Bladestorm kombiniert. So, meine Lieblingswaffe. Tschüss. Hallo, Satan. Nee. Das machen wir später, wenn wir stärker sind. Dann level ich die Arschlochwaffen. Jetzt kommen erstmal die Waffen. Deswegen habe ich dann irgendwann im Spiel auch gesagt, level mal die Peitsche und die Axt nicht so. Das können wir später auch noch machen. Weißt du noch? Kann ich die machen, auf 8, ja. Und jetzt weißt du auch warum. Weil es hier drin lohnenswert ist, weil man hier drin gleich anbehalten kann, ne? Ah, jetzt verstehe ich. Verstehst du? Deswegen. Und deswegen haben wir MIP die auch nicht leveln lassen, damit wir MIP immer so als, boah, MIP echt wirklich. Als Waffenfüllerin. Ja, also, ne? Als Sklaven. Das ist wie ein Pokémon, die VS-Bitches. Das stimmt. Immer das eine Pokémon, das einfach alle VMs kriegt. Jawoll! Danke, Mew. Mew ist auch perfekt dafür geeignet. Ey, warum hast du zwei Mew Mews? Kann... Ich hab eine VM-Bitch. Das eine Mew kann stärker. Stärker ist Surfer, Zerschneider. Und Blitz. Es gibt nichts, was es nicht kann. Außer kämpfen. Doch, es kann Steine werfen mit Stücke. Ja, ist Voice. Weiter! Nein! Was, nein? Guck mal! Oh, fuck this shit. Oh, fuck this, ja. Always look on the bright side of life. Ja! Ra-dam! Da-dam! 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 Moda-Pudding. 5000 Lebenspunkte! 5000! Ich habe ganz vergessen, dass die Aufladeattacke hier so toll war. Pass auf, ich mache jetzt mal was in dem Kampf, was ein bisschen nerven wird, aber ich werde es trotzdem tun, weil es sich hier einfach anbietet. Weil ich, Mana brauche. Ja, und du darfst dich mal heilen. Ich bin zum Healer abgestempelt worden, aber ich bin gar kein Healer. Ich level jetzt nämlich mal bei dem Gegner hier diesen Zauber, weil der Gegner sich dafür einfach perfekt anbietet. Dabei bin ich noch Tank und DD. Du kannst ja schnell auf Blackie gehen, wenn du willst. Nein. Ich mach heute einen auf Healer. Out. Kannst dich selber healen, du Healer, du. Ich muss immer warten. Hoffentlich levelt dieser Zauber bald, dann kriege ich vielleicht 2 Mana-Punkte pro Abzauberung. Dann muss ich nicht immer warten. Dann kann ich den gleich 10-mal draufhauen oder 2-mal draufhauen zumindest. Ey, der liebt mich auch echt, dieser Kackschlamm. Ja. Habe ich schon Zaubersog Level 2? Wieso kriege ich trotzdem nur einen Punkt zurück? Das ist doch voll scheiße. Du weißt doch, dass irgendeiner Schaden machen muss, weil ich 0 Schaden an dem mache, gell? Ja, was soll ich machen? Ich kriege einen Down in Säureregen ab, muss dann weglaufen und mich dann heilen. Du spielst einfach mit Blackie. Ja, und dann lass ich mich sterben, oder was? Arsch weg. Nein, du kannst dir trotzdem den Ball casten. Oh, Blackie macht Schaden! Nice! Ja, du musst wieder den Ball hochhalten, weil ich lade auf. Das kann ich machen, ja. Ich würde aber auf den mit einer anderen Waffe angreifen. So, jetzt. Niemals! Deswegen. Todesstern. Du kannst mit dem einfach nicht treffen. Nimm das Schwert oder die Axt. Nimm das Schwert.
Ja, jetzt kann ich mich selbst heilen. Krass, hast du kritisch getroffen oder was ist los mit dir, Alter? Ey, krass, wie er direkt den Crit raushaut, ne? Wer hat einen Crit rausgehauen? Ja, du gerade mit deinem Mana-Abzug-Ding da, ne? Nee, das war, glaube ich, ein Auto-Hit vom Mädchen. Vom Ego-Bär. Vielleicht Mädchen. Wer war voll das Mädchen? Was? Hast du irgendwie Komplexe? Nein. Nein. Ich bin cool. Was war das? Ey, also, da habe ich mich gerade vom Boden aufgekratzt. Ich hasse diesen Gegner. Welchen Gegner hast du eigentlich nicht? Die ersten 20. Die waren witzig. Ja, die ersten 20 Bosse. Ja, die waren nicht so schwer, ne? Ja. Ah, der Gegner ist optimal, um das hier zu leveln. Also, das macht schon Spaß. Mips Zauberlevel ist gestiegen. Lutaniker Level 3. Schau her, jetzt ziehe ich bestimmt 2 Mana-Punkte ab. Hast du das gerade auch schon? Alter. 1! Ich level noch auf 4 und dann hauen wir ihn um. Aber dann muss ich eine Walnuss essen, ne? Du hättest halt ein bisschen näher rangehen sollen. Ja, ich habe das andere Probleme. Genau. Ja, du kannst dich auch mal heilen, ne? Nee. Das lass mal schön bleiben. Du hast 122 Leben. Ein so ein Dreckstreck mit mir down. Ich wollte gerade auf sie gehen, aber irgendwie ging das gerade nicht. Du hast nur dich, du bist ein Affe. Nein, ich wollte sie gerade nochmal auswählen zum Heilen, aber irgendwie ging es gerade nicht. Oh, das wird knapp. Wir könnten Folgendes machen. Wir können noch den Boss wieder rauskämpfen und draußen nochmal aufladen. Wir können was? Nochmal rauskämpfen und danach nochmal hierher spielen, damit wir uns nochmal neu ausrüsten. Ja, das würde ich sagen. Das können wir auch nicht riesen Wahl. Nee, durchkommen werden wir wahrscheinlich nicht. Nope. Ach und, wie geht's sonst so? Ja, es lebt sich, ne? Es lebt sich und stirbt sich. Ach, ich bin die ganze Zeit auf ihr. Jetzt weiß ich was. Nein, du bist auf ihr. Ach, dann gehe ich mal wieder auf Blackie. Ich heile uns eben alle mal eben hoch, ne? Weil ja. Blackie und gesprochen. Wie viele haben wir denn eigentlich schon Lebenspunkte abgezogen? Wenn ich gerade müsste, 5. Also, den haben wir noch nicht so wirklich getroffen, oder wie? Nope. Das nochmal. Alter, der liegt jetzt aber richtig los. Der liegt jetzt gerade richtig los. Der hat einfach mal Säure auf alles und jeden drauf. Die hört gar nicht mehr auf. Kannst du nochmal Analyse? Kannst du nochmal Analyse machen bei dem? Ja, das ist meine Ehre. Ich werde dabei aber 100 pro verrecken, das sag ich jetzt schon mal. Der hat schon 100 Lebenspunkte verloren. Ja, gar nicht mal schlecht. Was soll ich jetzt machen? Ich wollte mich heilen. Ja, heil dich halt. Diese Menüführung. Doch, also. Was? Pick dich. Pick dich einfach mal hart. Sag mal, komme ich nicht an den Gegner ran? Weiß ich nicht, aber ich habe andere Probleme. Ich heile mich und kriege Säureregen ins Gesicht. Heile mich und ich kriege Säureregen ins Gesicht. Aber gegen was ist der jetzt anfällig? Nocturne. Stand echt da, Nocturne? Ja. Och Gott, nicht Nocturne. Der ist so hoch, ne? Ich treffe den nicht. Okay, ich hoffe, dass wir den jetzt down kriegen. Wenn der auf Nocturne-Magie anspricht, ist das überhaupt nicht gut, weil Nocturne-Magie ist mana-technisch echt teuer. Gelevelt. Er ist erstens nicht gelevelt und zweitens ist er echt teuer. Ey, jetzt komm ich, wir werden hier drin sterben, Blackie, ne? Wir werden einfach hier drin sterben. Nein, wir werden hier nicht sterben. Ach so, Hartgranaten brauchen nur 2 Mana. Okay, ne, alles cool. Schau mal, wie viel Schaden das macht. Echt, Nocturne? Kannst du nochmal schnell machen?
mache ich gerne für dich, Becky. Nocturne. Hä? Muss ich da Höllenaura draufcasten? Das kostet viel zu viel Mana. Wie soll man das schaffen? Probier es mal. Das kostet. Da kann ich 4 Casts machen, dann war's das. Hä? Das ist einfach mal 0 gelevelt wahrscheinlich. Ja, trotzdem müsste es ein bisschen Schaden machen. Na gut, ich versuch mal was anderes. Kann ihn nämlich permanent. Du musst jetzt aufladen. Der kann jetzt nicht casten, glaube ich. Du musst jetzt voll aufladen. Mit der stärksten Waffe von ihm, mit dem Speer am besten. Noch nicht casten. Casten tust du erst, wenn. Also, ich lass dich mit ihm komplett aufladen. Oder mit ihr, das ist wurscht. Hm. Und wenn du dann voll aufgeladen hast, dann höre ich auf zu casten. Dann kriegt er den Schaden von Nocturne durch. Und dann kannst du einmal angreifen. Weil der ist jetzt permanent im Zauber-Stunlock. So, das ist mein letzter Cast. Warte, bis er den Schaden bekommen hat. Ja, hab ich mir fast gedacht. Ja, das war's bei dem Gegner, glaube ich. Außer ich mache jetzt viel mehr Schaden, wenn ich noch ein Level habe. Was ich mir nicht vorstellen kann. Haben wir den Honig noch? Was macht der Honig jetzt genau? Was soll Honig, er machen? Der Honig halt. Und ich dachte, er tut auch wiederbeleben. Also ich dachte, der Honig tut wiederbeleben. Sollte ich hier mit Schokolade heilen? Weil ich glaube, es unterbricht den Freund nicht. Kannst mich heilen, ja. Dann unterbrichst du halt meinen Cast, aber das ist okay. Ja, mit Schokolade. Mach ruhig. Heil mich. Doch, du unterbrichst mich trotzdem. Oder? Ach nee. Klar, sicher. Das passt schon. Tja, wie du siehst, Damage ist nicht. Boah, das war ein Crit, Mann. Ja, das wird definitiv ein Fail werden. Das können wir nicht schaffen. Ne, das können wir, glaube ich, wirklich knicken. Ja. Oh, okay, nice. Gleich nochmal aufladen, ne? Ich kümmere mich ums Mädchen. Bin dabei. Jetzt hat. Irgendwie konnte ich gerade nicht auf sie zugreifen. Wer kriegt denn also einen Heal ab? Mach mal alle. Ja. Ja, aber meine Hadesgranaten machen jetzt auch in Level 2 schon viel mehr Schaden. Was? Was hat denn gerade so viel Schaden gemacht? Ich weiß es nicht. Okay, warte, ich tue jetzt nicht mehr casten. Warte, bis der Schaden durchkommt. Ja, okay. Sie ist halt oben komplett eingesperrt. Oh, und nee, jetzt wird der immer größer. Ja, das war interessant. Das Gute ist, weil der Zauber halt einfach. Oh, ich habe keinen Mana mehr. Das Einzige, was macht das Fass? Gucken, was das Fass macht. Na, das Fass schützt uns nur ein bisschen. Das kann man aber nicht angreifen und nichts machen, glaube ich. Ja, das ist blöd. Ich kann mal schauen. Ja, Ego-Bär ist gefasst. Und kriegt trotzdem noch den Schaden, also. Ich glaube, ich gebe mal hier lieber einen Honig auf Ego-Bär. Oh, der ist jetzt aggro, glaube ich, irgendwie. Ja.
So, nochmal einen Heal durchdrücken. Ich weiß nicht, ob wir den schaffen. Was ich allerdings noch machen kann, ich kann den Gegner noch ein bisschen stunnen. Mit, wenn ich die ganze Mana absaug. Wenn ich die ganze Mana absaug. Das ist halt ultra nervig. Stun den auch nur ein bisschen, nicht so wirklich. Gib mir was zu heilen, also heilen. Ja, ja. So, ist noch jemand damaged? Nee. Ah, fuck, ich wollte eigentlich nur dich. Achso, aber egal, egal. Der ist so ein scheiß Gegner, ey. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den noch schaffen, ey. Das wird echt ein bisschen ein harter Kampf, glaube ich. Wir haben noch viermal Wasser, also alles gut. Ey, jetzt geht das. Ich komme aus der Ecke nicht raus. Oder? Ja, ich weiß. So. Der Gegner wird immer größer. Ja, ich darf mich gar nicht rausbewegen. Ich weiß, weil der Gegner uns blockiert. Kack, Arschloch. Super Gegner. Will er sich aber bewegen? Ich schau mal, ob man den von hier unten... Kann man es auch nicht treffen von hier, ne? Na, wir sind in der Ecke jetzt gefangen. Das heißt, wir können nur noch mit Zauberschaden machen, wir haben keinen Mana mehr. Ja, nice, okay, das ist schon mal besser. Wow, okay. Scheiße, wir können nichts mehr machen. Ey, ich komme hier nicht raus, das ist so ein Witz. Nee, das ist irgendwie... Aber ich glaube, der ist auch gerade ein bisschen verpackt. Ich habe den nicht so in Erinnerung irgendwie. Also ich dachte, man steht im Schluss im Gegner drin. Ja, das ist ja echt... Ich komme ganz schön weg. Nee, man kann nichts machen. Kannst du nicht mit ihr auch kommen, doch wie kommt sie hoch und dann. Aber auch nur darüber, ne? Ja, ich komm nicht mehr runter mit ihr. Bullshit! Kommst du in die Mitte über den Gegner, dann kannst du dort noch angreifen. Ja. Und bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, wie das zu tun und von hier anzugreifen. Mhm. Super. Ja, ja, da auch. Mip ist nicht tot. Mip ist nicht tot. Nicht so lange ich es verhindern kann. Okay. Ja, draußen ist aber auch nicht die Welt, das dauert Jahre, bis wir jetzt so down haben. Und bis dahin reicht unsere ganze Heal sich aus. Ey, das ist doch kacke, dass die Healerin gerade die einzige ist, ne? Guck mal, ob wir mit der Fluchtzahl hier rauskommen. Nee, nee, das glaube ich nicht. Fuck. Das funktioniert hier nicht. Einfach mal Fernkampfwaffen nehmen und schauen, ob man damit irgendwie irgendwo hinkommt. Heal. Ja, der ist tot. Der bleibt dort, bringt uns jetzt gerade eh nichts. Ja, hol den ruhig mit Lebenswasser zurück, ne? Weil dann unterbricht er mich nicht. Wow, dieser Kampf nervt jetzt sogar mich gerade, muss ich ehrlich sagen. Das ist vielleicht dämlich, dass man den gerade nicht nochmal angreifen kann. Ja. Eieiei. Kannst du nochmal einen Heal an alle durchdrücken? Ja, kann, jetzt, ja. Jetzt musst du echt, weil jetzt sind wir alle ziemlich damaged. Jetzt lohnt sich das auch. Zählt noch beim Mip. Ja, das weißt du, das Problem ist, der verliert auch kein Mana. Als du den vorher analysiert hast, hat er noch voll Mana gehabt. So ein Wichser.
Oh, du hast mich einmal getroffen. Säureregen, Arschloch. Nochmal Säureregen, Arschloch. Ja, du musst direkt hier fallen. Alter, voll auf geladener Angriff, juckt nicht. Und. Wow, das war letzte Sekunde, glaube ich. Nein! Nein! Das hat nicht mehr gezählt, wie madig. Ich würde es leben, sonst ohne Schmarrn. Ich habe 13 Mana. Ja. Da man nebenbei hier raushauen muss. Wieso schwächt. Was für ein Zauber schwächt denn von mir? Ich weiß nicht. Zauber. Der Säureregen, glaube ich, schwächt auch noch irgendwas. Ach, Abwehr, stimmt. So, ein Gruppenheal wäre jetzt nicht schlecht. Ich frage mich, wie viel Leben der noch hat. Ich kann es gar nicht wissen. Zu viel. Nein, 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 wart noch, bis er den Angriff macht. Ja, und dann, ich bleib aber auch jetzt gerade wieder. Ja, dann unterbrecht die Aufladung, das hilft jetzt nichts. Du müsst jetzt das wirklich so wenig wie möglich einsetzen. Ja, passt, siehste. Bisschen was gespart. Hast du getroffen? Bei Blacky wär's eh kein OP gewesen. Okay. Wow, schön. Triffst du mit Blech überhaupt? Nee, ich glaube nicht. Okay. Wird interessant, ne? Ja. Kein Damage, ey. Na, keine Heilung, keine Heilung, keine Heilung. Nicht, wenn einer verletzt ist. Nein, nicht, wenn einer verletzt ist. Keine Heilung jetzt. Du musst überleben, das ist jetzt das Wichtigste. Ja, natürlich. Hau raus, komm. Und Angriff. Mach mal bitte schnell einen Analysezauber. Du hast sowieso ungerade Mana-Zahl, glaube ich. Ja. Ja. Oh, 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 den oh, schaffen oh, wir! Einen noch! Einen noch! Wenn der Angriff trifft, dann war es das, Alter. Oh mein Gott! Oh mein Gott, jetzt ist die Spannung unendlich hoch und hau ihn um! Ins Gesicht! Nein! Ja! Ich fasse nicht. Ein Kackfies. Ah, fucking fuck. Diese fucking fuck-Folge dauert fucking fuck lang nur an diesem fucking scheiß Endboss. Aber das Triumphgefühl ist größer als bei den anderen Bossen. Die anderen haben wir niedergeburnt mit Mana und bei dem war es echt gerade so. Oh, fuck you. Oh, scheiße. Und weiter geht's. Der wird okay, meine Freunde, das war's von diesem Part. Wir sind unserem nächsten Part, wenn wir einmal komplett aus der Festung raus sind, wieder rein sind und wieder an dieser Stelle sind. Denn wir kommen so nicht weiter. Obwohl, warte mal ganz kurz. Was? Haben wir alle ein Level abbekommen oder warum sind wir voll? Ja, ich glaube schon. Was suchst du, komm. Nee, wir haben keinen Mana bekommen. Okay, meine Freunde, dann war es das wirklich von diesem Part. Wir gehen jetzt einmal raus und einmal wieder rein und dann sehen wir uns gleich an dieser... Also, das Gleiche. Sehen wir uns im nächsten Part an dieser Stelle wieder. Juppidu! Bis dann und ciao, ciao. Euer Blacky. Und Ego, ciao, ciao.